pure Folter. Schnellkraft bis zum körperlichen Versagen mit MMA-Fighter Johnny Yusupov. Let's go, Jevin Colter mit einem neuen Video. Ist ja auch alles hintereinander weg, ist ja auch noch mal ein bisschen anstrengender. Ne? Komm, zieh! 2, 3, 4, 5. Anstrengender als erwartet, muss ich sagen. Könnte man das Outro jetzt machen eigentlich. Bei Vern wird es, denke ich, ja auch eine Special-Aktion geben zum Black Friday. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Das bin ich. Heute aber nicht alleine, sondern heute mit dem lieben Johnny Yusupov, unseren bald besten UFC-Kämpfer ganz Deutschlands. Schau mal. Da bin ich mir sicher. Wir haben uns mal wieder zusammengeschlossen. Wir machen heute mal einen kleinen... Dafür, dass Johnny noch gar keinen Fight hatte, spuckt hier Kevin ganz große Töne. Das Schnellkrafttraining, Schnellkraft, Kraftausdauer. Erstmal werden wir einen kleinen Zirkel machen, Schrägbank drücken, rudern und Military Press im Stehen, schnellkraftbedingt. Und danach werden wir uns nochmal einen kleinen Zirkel bauen und eskalieren. Sorgen dafür, dass wir ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen und uns ordentlich quälen. Ganz genau. Johnny ja auch schon länger vom Bodybuilding weg, im Kampfsportbereich, sich ganz, ganz schnell etabliert. Der muss ein wenig schleimen, ja. Kevin hatte wahrscheinlich Angst, musste so ein paar gute Worte einlegen, ein paar Komplimente geben, damit der Johnny den da nicht vermöbelt beim Training. Hier und Fuß gefasst, könnt ihr gerne mal abchecken. Johnny ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, mit Instagram und YouTube. Also wer auf Kampfsport extrem steht, ist bei Johnny an der richtigen Adresse. Also nicht nur Kampfsport, du bist ja wirklich ein Multitalent. Wir machen alles. Kraft, alles. Ausdauer, Kampfsport, also einiges zu bieten. Coole Jungs sind auch dabei auf seinem Kanal. Feiere ich sehr, also gerne mal abchecken. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr momentan Supplemente braucht, dann checkt unbedingt mal Pause Germany ab. Mit dem Gutscheincode Kevin bekommt ihr immer mindestens 10% auf alles, aber meist in den Wochenangeboten bis zu 25, 30 und diese Woche sogar 35% Rabatt. Welche Wochenangebote es gibt, seht ihr auf der Webseite von Pause Germany, aber nicht den Code benutzen von Pause Germany, sondern Kevin eingeben bei Gutschein an der Kasse. Damit unterstützt ihr auch dieses wunderschöne YouTube-Projekt. Dankeschön. Lass uns, wenn, dann 2 Zehner drauf machen, weil die 20er ist so groß, dann haben wir ein... Das steige, ja. Dann haben wir, genau. Als Vergleich mal, was ist dein Gewicht gerade? 100... Wir haben uns gewogen mit Marc. Ich wiege jetzt 113. 113. Und Johnny? Ich jetzt bei 115. Krass. Und Kevin ist größer, oder? Also schon relativ groß. Ja. Ja, Ticken größer, fast dasselbe Gewicht. Ja. Aber Johnny ist in einer brutalen Form und Verfassung. Immer. Nur, dass er die 115 besser in Form hat als ich meine 113. Und vor 2 Wochen noch 8 Kilo schwerer war. Mit 35 Kilo dann. Wie hast du 8 Kilo weggeworfen in 2 Wochen, Digga? Lass 5 erstmal anfangen und dann gucken wir, ob wir vielleicht 10 machen. Ist ja auch alles hintereinander weg. Ist ja auch nochmal ein bisschen anstrengender. Ne? Die Hilfe brauchst du ja nicht, ne? Was? Hilfe oder so brauchst du ja nicht. Dieses Oversize Vern-Shirt sitzt bei Johnny sehr, sehr geil. Gefällt mir. Wir wärmen uns jetzt erstmal einmal auf, machen jetzt einmal ganz normal die Übung und gehen langsam rein, damit wir nicht uns verletzen durch irgendwelche hastischen Bewegungen, obwohl der Muskel noch nicht erwärmt ist. Das sind die beiden Muskelabreißer, Johnny und Kevin. Beide Brustmuskel abgerissen, Kevin sogar 2-mal. Obwohl es jetzt noch keine großen Gewichte sind, immer vorsichtig sein. Wir sprechen beide aus Erfahrung. Wir haben jetzt Clacy, grüß dich. Ja, ich denke mal, das kommt auf meinem Hauptkanal diese Woche online. Jetzt hier im Supersatz verpackt immer Gegenspieler, zum Beispiel Brust und Rücken im ersten Fall. Und wie ihr seht, das Gewicht wird nicht so groß sein. Die Wiederholungen werden eher explosiv sein. Und für die, die es interessiert, jemand, der sich kampfsportbezogen steigern will mit Kraft oder kräftiger werden will im Kampfsport, was ich persönlich da mache, ist entweder Maximalkraft, also auf 3 bis 5 Wiederholungen gehen, extreme Gewichte in Grundübungen bewegen oder sein eigenes Körpergewicht bewegen. Das heißt, entweder mit seinem eigenen Körpergewicht arbeiten, Klimmzüge, Dips oder solche Geschichten mit dem eigenen Körpergewicht machen. Das heißt, er packt auf die Stange, in meinem Fall zum Beispiel 115 Kilo und arbeitet damit. Das ist dann die 3. Station, direkt nach diesem Supersatz, im Supersatz mit drin sozusagen. Supersatz. Okay. Super Triple-Satz, Gigantensatz. Mega Ultrasatz. Und hier haben wir viel vordere Schulter mit drin und Explosivkraft. Nennt sich auch Mammutsatz. Ich glaube, Mammutsätze sind ab 5 Sätze. Ab 5 Übungen oder so.
Elefantsatz, bisschen kleiner. Elefantsatz. Einfach Schwachsinn. Brust muss ich auf jeden Fall nochmal. Nochmal warm machen, ne? Nochmal warm machen. Wie sieht es aus? Willst du ihr Gewicht steigern oder? Nee. Das Gewicht? Ich werde hierbei. Wollen wir ein bisschen explosiver dann drücken? Ja, ja, klar. Das ja. Können, machen wir sowieso. Ja. Schnellkraft aber. Freunde, denkt dran, bei mir steht auch noch das Schnellkrafttraining an mit Michael Smolik, ne? Das wird lustig, Alter. Ich also kann gerne Gewicht drauf machen, aber ich. Nee. Also ich selber auch nicht. Okay. Dann komme ich mir ja gar nicht so schlecht vor heute. Ja, ich glaube, wir trainieren sehr ähnlich gerade diese Sache. Ich mache auch nicht so viel Gewicht. Die hatten da auch mal bei uns im Studio, diese Bank zum Rudern so. Hat gar nicht funktioniert bei mir. Ich habe meinen Rücken nicht gefühlt. Irgendwie mega unbequem. Und ich sehe, Kevin macht die irgendwie jede Woche, die Übung. Sehe ich auch in seiner Insta-Story. Doch, ich bin in der Kraftwerk angemeldet, aber aktuell trainiere ich ein bisschen woanders, ein bisschen Tapetenwechsel, ein bisschen neue Reize setzen. Aber Kraftwerk bleibe ich immer treu, mein Lieber. Ich bin seit 13 Jahren Mitglied. Wir starten mit dem ersten Durchgang. Ich persönlich werde langsam. Wir machen, wie viele Sätze machen wir? Oder Durchgänge? 3, 4? Ja. Und ich werde so beim ersten noch ein bisschen langsamer, beim zweiten werde ich ein bisschen schneller, weil ich da noch ein bisschen vorsichtig bin. Sehr schön. Also seht ihr, bei so einem Training geht es klar quasi um Schnellkraft und Explosivkraft. Das machen die Kampfsportler immer. Ja, die werfen sozusagen das Gewicht bei der Wiederholung nach vorne. Bam! Schmeißen das nach vorne. Sehr schön. Schon so eine ruckartige Bewegung. Deswegen, da nimmt man eh nicht viel Gewicht, weil man sich sonst sehr, sehr schnell verletzen kann. Sehr gutes Tempo. Genauso weiter. 5 Stück. 4. Selbes Tempo halten. Sauber. Clacy, hier geht es nicht darum, Muskel aufzubauen, hier geht es einfach nur um Schnelligkeit. Um Explosivkraft, die du dann beim Kampfsport anwenden kannst. Jetzt geht auf Pause noch, weiter. Komm, danach kannst du dich ausruhen, komm. 5. 3 Stück. Guter erster Satz, würde ich sagen. Push. Jawohl. Jawohl. Dampf, komm, richtig Dampf. Batsch. Genau. Mir würde es nicht anders gehen. Ich schwöre, nach so einem Training wäre ich direkt verletzt. Batsch. Super. Irgendwo was eingeklemmt hätte ich. Patricia, du bist doch beim Sport. Warum bist du im Stream oder machst du gerade Cardio? Ich hoffe doch für dich. Komm, weiter. Komm. Zieh. Jawohl. Super. Jawohl. Es. Sehr gut. Geil, ich liebe es. Puh, top. Mal gucken, 3 bis 4, je nachdem, wie, wenn man dann auch noch den Kraftzirkel, den darf man nicht unterschätzen. Und man darf das auch nicht vergessen jetzt, oder nicht, man darf das auch nicht unterschätzen, weil das natürlich eine Hardcore-Belastung ist, jedenfalls für mich. Ne? Johnny macht das ja jeden Tag 2-mal gefühlt. Also Johnny trainiert 2 bis 3 Mal am Tag, der ist irre. Jedes Mal, wenn ich Johnnys Story gucke. Salam alaikum, erste Training fertig, zweite Training fertig, jetzt essen, dann dritte Training. Ist halt 2-3 Mal beim Sport, also keine Ahnung, wie er das macht. Ich mache eigentlich nichts anderes. Aber, und deswegen ist Johnny da ein bisschen fitter. Aber kein. Das schafft nur Johnny, das würden wir nicht überstehen, Freunde. Johnny kann das. Ausreden, ich ziehe natürlich mit, so gut ich kann. Das ist natürlich auch die Richtung, in die ich will. Und wenn ich dann mal irgendwann bei Johnny mithalten kann, bin ich froh drüber.
Heute geben wir Gas, let's go. Sauber. Ab morgen trainiere ich auch immer so. Johannes Lukas Video war schon dran, mein Lieber. Landet morgen oder übermorgen auf dem Abu William Channel. Kannst dir angucken. Sehr, sehr schönes Tempo. Let's go. Weiter, weiter. Komm. Genau so bleiben, gutes Tempo, weiter, weiter, weiter. So, alles gut, so. Fünf, fünf. Reicht nicht. Aber Kevin, das habe ich ja schon in ein paar anderen Videos vorher gesagt, er hat sich seit seinem Abriss da, ey, der Abriss ist schon fast ein Jahr her, ne? Wann war der Abriss? Im Frühjahr? Februar oder so? Wenn ich mich nicht irre. Wie dem auch sei, der hat sich seitdem wieder gut gefangen. Also der Körper sieht von Video zu Video besser aus, finde ich. Zwei. Sauber. Weiter, 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 weiter. Atmen, atmen. Genau, mit der Übung. Let's go. Weiter, 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 weiter. Fünf Stück. Stark. Zwei, drei, vier, fünf. Richtig, richtig geil. Das macht Spaß. Mit Kevin macht immer Spaß, sowas, weil Kevin durchzieht. Ja, ja. Ich glaube, was ganz cool ist, was uns auch verbindet, wir, zu Kevins schwerster Zeit und zu meiner schwerster Zeit waren wir zwar Bodybuilder, aber wir waren trotzdem bewegliche Bodybuilder. Für die was man nicht vergessen darf, Kevin hat auch leicht Kampfsport-Erfahrung. Ne? Der hat schon, ich habe ein paar Sandsack-Videos von ihm gesehen, das schaut schon bei ihm ganz geil aus. Verhältnisse des Körpers, sag ich mal. Man konnte, du hast immer noch Boxen und sowas nebenbei gemacht. Ich habe immer nebenbei meine Sachen gemacht, gerungen. Ich konnte immer Muscle-Ups und sowas. Das ist schon ganz cool. Das gibt es selten eigentlich. Powerbilder halt. Powerbilder. Aufziehen, abschießen. Ein geiles Video, Alter. Seit langem wieder bei Kevin. Gefällt mir. Aufziehen, abschießen. Aufziehen, abschießen. Aufziehen, abschießen. Was? Jawohl, komm. Jawohl. Super, komm. Kaum Kontrolle. Super. Jawohl. Mikrofon vergewaltigt. Jawohl. Meint ihr, wie viel Kalorien man verbrennt bei so einem Training, Digga? Irre. Da würde ich mir komplett Schulter auskugeln und Bandscheibenvorfall holen bei der Übung. Schieb, schieb. Was, was, was. Aber komm. Super. Anstrengender als erwartet. Würdest du Juli Schwebe daten oder trainieren? Soll die Frage, Digga. Ich kenne sie gar nicht. Muss ich sagen? Ich dachte so, ach, die drei Übungen hintereinander mache ich mal sonst auch mal zwei Übungen hintereinander weg. Und daten und zusammen trainieren ist wohl ein Unterschied, oder? Zwei Paar Schuhe. Aber die drei Übungen im Zusammenspiel sind heute gut. Also. Macht Spaß, ist auch schon gut reizsetzend. Werde ich, glaube ich, öfters einbauen. Letzter Satz, alles nochmal rausschauen. Nach dem Video denkt sich Kevin so, ich mach das nie wieder. Was für öfter einbauen. Sauber, langsam runter, schneller. Weiter. Und push. Push. Let's go. Raus. Explosiver raus. Langsam. Let's go. Zwei. Schub. Der blockiert nach dem Video, Johnny. Ja, Mann. Merkt man schon, die Power ist schon weniger. Im letzten Satz ist nicht mehr so viel Dampf. Ja. Von unten da, wenn man raus. So. Sauber, sauber, gutes Tempo. Ob ich Kinder will, safe, irgendwann. Natürlich. 100%. Zwei Stück.
aber jetzt noch nicht. Ich bin noch zu unreif dafür. Ordentlich am Gas geben hier. Maschine, let's go. Sauber. Versuch drin zu bleiben. Genau, weiter. Gleichmäßig weiter, let's go. Hund ist auch schon eine krasse Verantwortung. Safe, Digga. Das ist vor allem die ersten Wochen, das ist wie ein, als ob du ein Baby zu Hause hast. Ja? Da ist nichts mit hier. Auch immer noch krasse Verantwortung, Digga. Drei, weiter, vier, fünf, drei. Vor allem auch was Erziehung angeht, ne? So. Sehr, sehr, sehr geile Sache. Auch wirklich Spaß. Der schwere Teil ist schon mal für Kevin durch. So. Machen die nur die drei Übungen im Wechsel die ganze Zeit, da kommt da gleich noch was anderes. Wäre noch krank, wenn die so eine Sprungkniebeuge einbauen würden. Noch separat oder so eine Box, auf die Box springen. Kennt ihr, das wäre irre, Alter. Mir tun Hunde leid, die einfach 10 Stunden am Tag allein in kleiner Wohnung. Safe, das geht nicht. Vor allem bei so einer Rasse, kannst du vergessen. Das darf man nicht machen, Mann. Mein Hund bleibt maximal 3-4 Stunden alleine, wenn überhaupt. So Maximum. Hey. Jawohl. Ja, komm. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Komm, 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 komm. Ach, komm. Oh, Junge. Aber mir würde so die Pumpe laufen, Alter, bei so einem Training. Boah. Sehr gut. Hey, Kevin sieht langsam wieder stabil aus. Das gefällt mir, das freut mich. Aber ist am Arsch vom Training. Willst du Schattenboxen mit reinnehmen? Mit Kurzhanteln? Oder wollen wir an Sandsack einfach ein bisschen. Ba, 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 ba. Ich würde zum Beispiel Handeln. Einfach ein bisschen. Ja. Dann machen wir das. Einfach gerade ein bisschen. Nee, bis hier jetzt. Patrizia, das Video mache ich morgen. Ich mache heute gar nichts mehr. Ich muss doch gleich hier was abdrehen und so weiter. Ich mache das morgen im Gym. Dann rüber. Dann. Mal ein richtiger Navy Seal Workout, Alter. Und dann halt. Wir machen jetzt erstmal einen Durchgang von dem. Und wir werden 3 bis 4 Durchgänge machen. Und in jedem Durchgang. Durchgang. Ein paar Übungen variieren. Dass wir gleich nochmal irgendwas mit Rudern reinnehmen, vielleicht mit der Langhantelstange. Eine andere Burpee-Variante, eine andere Kettlebell-Variante. Welcher Verband? Mace? Fisch? Oder eine andere Bauchvariante. Können wir dann auch die Mountain Climbers. Kennst du die Mountain Climbers? Ah, okay. Genau, genau. Dass wir sowas statt Burpees machen, oder? Genau. Mit der Kettlebell kann man nochmal was anderes machen. 3, 2, 1. So. Diese diese Bauchübung ist auch gottlos, Mann. Boah, weiß ich nicht, ob du bei der GmbF im Teenage eine Pro-Card holen kannst. Frag mal den Chat, ich bin da raus. Kaputt vom Zugucken, ich sag's euch, wie es ist.
Stell dir vor, so ein Workout alle 2 Tage, 2 Stunden lang. Plus Kaloriendefizit. Junge, du kommst so schnell in Form, Alter, du verbrennst so viel Kalorien. Und an den Rest Days machst du dann einfach so 2 Stunden Cardio. Junge, eine Woche hast Sixpack. Leonie, das Video siehst du morgen auf meinem Hauptkanal, mein Lieber. Und tritt hinterher, geil. Junge, nach so einem Training, Sauna oder Whirlpool und dann frisch bezogenes Bett, warme Dusche, Bruder, du pennst 12 Stunden durch. Okay, ja, gut. Für Johnny einfach Standardprozedere, jeden Tag sowas. Kevin kommt gar nicht klar. Könnte man das Outro jetzt machen eigentlich? Wir sind völlig im Müll. Sag mal so auf den Schnell. Was? Was hat er gesagt? Wir sind völlig im Müll. Wir sind völlig im Müll. Achso, okay. Wir sind völlig im Eimer. Sag mal so auf den Schnell, ne? Im Eimer eigentlich. Wir sind im Eimer. Geil. So, Freunde, wir sind im Eimer oder auf dem Eimer. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert den Kanal, bestellt fleißig mit dem Code Kevin oder Johnny. Damit unterstützt ihr uns mit den YouTube-Projekten. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt: Willkommen bei! Geil, Alter. Ein sehr, sehr nices Video mal wieder bei Kevin. Gefällt mir unnormal. Kam heute online. Cooles Video. Hat mir gut gefallen. Manchmal bringt er so ein paar Kracher raus. Der Kevin. Wenn er will, dann kann der. Sehr nice. Nice Kombi. Safe. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.